Morning in the morning. Und direkt, vergesst nicht am Gewinnspiel teilzunehmen, damit ihr auch die Chance auf ein Heyday-Poster habt. Das Gewinnspiel findet ihr bei den Shorts auf diesem Kanal. Einfach einen Kommentar da reinschreiben und sobald wir die 1000 Abonnenten haben, und es fehlen, glaube ich, nur noch 12 oder so, dann werde ich von den Kommentaren dort einen raussuchen. So, und jetzt machen wir hier Mais. Ja, wir sind echt bald schon 1000 Leute. Das ging relativ flott. Bin ja auch ganz froh drüber. Dann gucken wir mal. Heute gehen wir auf Gregs Farm. Dort gibt es ja die Ostereier. Ich weiß, es gibt schon Seiten, wurde mir schon so oft geschrieben jetzt. Das, wo man gucken kann, was alles in den Eiern ist, aber ich finde das total doof eigentlich, weil ich will mich eigentlich überraschen lassen. Und deswegen habe ich es mir nicht vorher angeguckt. Also ich weiß nicht, was drin ist. Und ich habe auch nicht vor, das zu gucken und dann im Video zu sagen. Weil, ja, dann ist irgendwie die Überraschung weg. So, machen wir das weg und das. Oh, doppelt Geld. Doppelt Geld, sehr gut. So. Pizza Frutti de Mare. Habe ich nur eine? Tut mir leid. Nur eine Pizza. Sag mal, was ist eigentlich mit meinem Farmpass los? Okay, ich sehe gerade schon, was los ist. Ich sollte vielleicht mal mich um die Stadtbesucher kümmern. Aber auch hier um das Geld. Das saftige Geld wegschicken. So, letztens hat einer drunter geschrieben bei mir, mein Layout vorher fand er besser. Und ich muss sagen, ich bin auch besser zurechtgekommen mit dem anderen Layout. Das hier ist so echt Ungewöhnung. Ja, ich weiß auch noch nicht, ob ich es lasse. Eigentlich finde ich ein paar Sachen ganz cool. So wie zum Beispiel diese Bienensache hier. Aber dann gibt es andere Sachen, die finde ich wieder. Ja, okay. Da muss ich halt noch komplett alles machen. Oh! Guck mal, haben wir direkt 90 Platz. Weil wir haben ja Platzprobleme. Hier. Zack, zack, Crazy Duck. Direkt jede Menge Platz. So. Machen wir hier mal den ganzen Krempel weg, weil. Dann muss ich wirklich auch langsam anfangen, dort zu dekorieren. Dort den Platz zu benutzen, weil mit dem Layout habe ich einfach weniger Platz. Ist halt echt so. Da muss man auf jeden Fall das Ganze hier mal so langsam angehen. Guck mal, jetzt kann ich auch die Sachen einsammeln. Toll! Sehr gut. Ich bin echt gespannt, was in den Osterei drin ist. Ich glaube, das ist schon das zweite heute. Ich glaube, ich kann schon das zweite abholen. Also gestern habe ich extra nicht abgeholt, weil ich wollte es im Video machen. Also ihr wisst bereits mehr wie ich. Es sei denn, ihr habt es gestern auch nicht abgeholt. Dann natürlich nicht. Vielleicht hat es auch der eine oder andere gar nicht mitbekommen, dass es das überhaupt gibt. Und der kriegt das erst durch mein Video mit. Das fände ich richtig lustig, weil dann gibt es Leute, die noch weniger mitkriegen wie ich. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Fände ich, glaube ich, ganz lustig. So. Fertig. Hier noch ein bisschen. Ich muss jetzt ganz kurz mal gucken. Guck mal. Ich muss auf jeden Fall mal so ein bisschen produzieren, weil ich einfach viel zu wenig von allem habe. So. Und so. Boah. Backofen kann ich ja richtig viel machen. Da habe ich richtig viel, viel Platz jetzt. Achso, ich wollte gucken. 130. Ach ja. Was ist das? Das ist Mais. Nee, ich mach mal Karotten, weil Karotten brauche ich immer mehr. Die Karotten sollen wir mal lieber machen. Und. Wir gehen jetzt mal auf in die Stadt. Oh, ah, okay. Ja, alles klar. Also, dann denke ich,
wird es doch jeder mitbekommen haben. Also wer, gut, ich wusste nicht, dass man das hier schon sieht. Und hier, gut, also hier sieht man auch schon, was in einem der Ostereier drin ist. Da unten diese Stamm, oder sind das mehrere Dekos? Also dieser Stamm ist da drin. Ja, finde ich auch ein bisschen low. Hätten die besser mal als Überraschung gemacht. Oh, was habe ich jetzt gemacht? So, als Überraschung wäre vielleicht, hätte ich mehr gefeiert, muss ich sagen. Ja, also ich bin so einer, der lässt sich lieber überraschen. So, steigen die immer noch aus? Nee. Kein Reservoir-Mensch dabei. Mensch. Hier, Belohnung abholen. Jetzt müssen wir mal gucken. Was? Wo sind denn die anderen alle? Wartet. Warten die alle? Oh, ich habe einen. Nein. Kirschen, ja, könnte ich holen. Ich mache aber auf helfen. Habe ich jetzt keine Lust, nämlich. Ach ja, zwei Hüte könnte ich auch. Egal. Ich mache das öfter mal auf helfen, so leichte Sachen, damit die Leute auch da helfen können. Und nicht nur diese überkrassen Sachen, wo dann so richtig viele. Wisst ihr, was ich meine? Also ich mache hier so ganz, ganz simple Sachen. Hier ein Produkt, komm. Das ist wirklich. Dann haben die Leute da auch was zu helfen. So. Weil helfen ist gar nicht so schlecht. Kriegen die Punkte und so. Und so. Guck mal, alle bedient. Aber ich glaube, da waren nur zwei Reservoir-Leute bei. Blau, sehr gut. Guckt mal. Ich habe richtig wenig blaue. Mittlerweile, weil ich habe so krass viele diese komischen Bäume geholt, diese lilanen. Ich habe da die ganzen. Zeige ich euch mal. Ich habe hier diese lilanen Bäume geholt. Ich hatte überlegt, ach, könntest du ja überall machen. Und dann ist mir erst aufgefallen, oh, von den blauen Tickets hast du nicht so viele. Jetzt muss ich halt andere Bäume noch nehmen. Ich werde da noch ein bisschen was andere Deko machen. Hier die grünen werde ich wohl auch austauschen. Das ist nur grün. Ja, ich weiß noch nicht. Also ich werde da auf jeden Fall auch was machen. Aber das sieht, finde ich, ganz cool hier aus. Also mit Lila und Grün. Ist aber eine sehr, sehr kostspielige Sache. Also das hier sind alleine 150 blaue Tickets. Nur die lilanen Bäume, die hier stehen. 150 blaue Tickets. Mann, 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 Mann. Das ist eine Menge. Also, wenn ihr noch nicht alle Tiere und so habt, dann macht das auf gar keinen Fall. Und man sollte eigentlich auch immer ein paar Tickets als Reserve haben, falls wieder neue Tiere kommen, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Irgendwann kommen wieder neue Tiere. Ja, und dann steht ihr da und habt keinen. Ja. Habt ihr keine blauen Tickets mehr. Das wäre sehr ärgerlich. Ich weiß auch gar nicht, es gibt ja noch. Muss gucken, mir fehlt ja auch noch ein. Okay, drei Lila. Das ist ja voll. Da ist ja voll wenig. Okay, alles klar. Wie viel habe ich von denen? Zwei. Gut. Ja, okay, also dann. Also, das ist ja wirklich richtig wenig. Ich dachte, okay. Oh, drei blaue. Sehr schön. Und der gibt immer nur 40 Punkte. Richtig wenig. Und ich hatte ja mal die Vermutung, weiß ich gar nicht, dass hier, dass je nachdem, was für ein Futter man dem gibt, dass der verschiedene Sachen vielleicht geben könnte. Das ist nicht wahr. Der frisst halt einfach immer nur. Also man kann das so vorbereiten. Und dann tippt man den einmal an, kriegt die 40 Punkte und das war's dann wieder, ne? Ja. Also ein Tool habe ich jetzt noch nicht bekommen von dem. Hätte ich schon irgendwie gedacht. Ne? Also. Dass da mindestens ein Tool drin sein muss. Aber nee. Kein Tool für die Ente von dem V. So, ich mache jetzt auch erstmal keinen neuen. Sagt schnell. Ich mache jetzt erstmal keine neuen mehr. Kirschbäume.
Denn ich werde hier so einen Baumgarten machen oder so. Ich muss aber gucken, wie ich das gestalte. Ob ich das in Vierecken gestalte, oh, in Vierecken oder in Streifen. Da muss ich gucken. Und wie viele Bäume von welchem muss ich auch gucken. Also ich bin mir da wirklich noch sehr, sehr unsicher. Vielleicht kann man sich auch irgendwo inspirieren lassen, der irgendwo auch so eine Baumecke hat, wo nur die ganzen Bäume... Oh, der fliegt. Der versucht wegzufliegen. Mensch, bleib doch hier. Jemand, der das schon irgendwie hat irgendwo. Guck mal hier, die kleinen Hamster, zack, zwei Tools. Ne? Viel besser, viel, viel besser. Also 40 Punkte. Die kann der V auch behalten. Die sollen mir lieber Tools geben. Sonst kriegt er kein Essen mehr. Das meine ich knallernst. Kriegt er nichts zu essen, der V. So. Dann muss er verhungern. Nachher. Das ist, eigentlich wollen wir das ja nicht, ne? Nee. Nee, nee, nee. Eigentlich wollen wir es nicht. So, ich werde jetzt ganz kurz mal die Felder. Ich mache das jetzt wirklich per. Das dauert mir sonst zu lang. So. Aus. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Fertig. Das war's schon. Ne, das geht halt schneller mit diesem Tool. Oh. Auch wenn jetzt hier so eine Wartezeit ist. Das ist natürlich ein bisschen nervig, aber so, komm. Fertig, ne? Jetzt kann man hier auch noch was machen. Indigo. Und Indigo, wer hat mir das denn letztens gesagt? Ah, die Schwester von meiner Frau hat mir gesagt, Indigo ist Lavendel. Indigo ist Lavendel. Wieso? Ja, hä, wieso heißt es dann nicht einfach Lavendel? Wieso heißt es Indigo? Wo heißt es denn? Auf welchem Planeten heißt denn Lavendel Indigo? Oder wusstet ihr das überhaupt? Also ich wusste es nicht. Kann sein, dass ich wieder total auf einem anderen Planeten lebe. Aber ich wusste nicht, dass es Lavendel ist. Ich war da wirklich, ich hatte keine Ahnung. So, jetzt muss ich mal kurz. Ja, komm. Hier. Die stehen übrigens so doof, da sind so viele Pferde. Aber ich habe es jetzt gut hinbekommen, dass ich die immer antippe, wenn ich die fütter. Und dann ist es relativ schwer, denen allen was zu geben. So, aber hat jetzt gut geklappt. So, perfekt. Jetzt gehen wir rüber zu Greggy. Greggy, ich komm. So, was willst du denn? Da ist die 5, okay. Erstmal kaufen wir dir den Shop leer. Ja, komm, kaufen wir Schweinefutter auch. So, da ist eine Kiste. Oh, ja gut, die muss ich nachher wieder eintauschen wahrscheinlich. Die darf ich ja nicht behalten. Sind hier auch welche? Also man hätte wirklich aus dieser Farm so viel machen können. Die ist sehr schwach an manchen Stellen, finde ich. Sehr, sehr schwach. Aber nur an manchen Stellen. Also jetzt nicht überall. Ne? Also ist schon eine gute Farm. Aber an manchen Stellen schon sehr schwach eigentlich. So, gucken wir mal rein. Yeah, eine Karte. Das finde ich gut immer, weil das sind meistens gute Karten. Und die gehen halt in dein Lager rein. Gut, ist jetzt nichts weltbewegendes Neues. Das gibt's halt immer. Ne? Also diese Karten, am Ende gibt's eine Deko. Also ich denke mal, hier wird nichts neu sein als sonst auch. Wo ist die 2? Ey, bin ich denn blind? Die 5? Die 3? Ne, das ist eine Deko. Vielleicht gibt es die auch, so ein Ei. Das wäre ganz cool, also wenn die 2 Dekos drin haben.
Das wäre wirklich schön, weil da ist die 4. Ich habe alles gefunden, außer die 2. Und ich wette, es gibt schon Leute, die wieder hinterm Bildschirm sitzen. Ente, du bist dran vorbei. Da ist die 2. So. Achtung. Ja, gibt's halt auch immer. Ich hätte mir was anderes gewünscht. Ich hätte mir was anderes gewünscht. Gut, was willst du machen? Ist okay, ist okay. Ne? Kann man machen. Muss man nicht. Ist auf jeden Fall okay. Hier ein osterliches Deko-Eckchen. Muss ich sagen. Ach, da ist ein Schwein. Und ein Huhn! Das ist ja cool. Hinter den. Da das Huhn und da kommt das Schwein. Das ist süß. Das ist süß. Na, der Schokobrunnen da, den. Gut, finde ich doof. Die Baumstämme finde ich sehr cool. Gut, da haben wir jetzt schon gespoilert bekommen, dass man die eh kriegt. Diese Küken, wie gesagt, die Dekos feiere ich irgendwie überhaupt nicht. Weiß ich auch nicht warum. Die ist sehr schön, diese Girlande. Der Zaun ist auch sehr schön, muss ich sagen. Die Ostereier für ihn ins Gras reinzulegen, auch mega, mega cool. Gut, die Blumen da, die gibt es ja standardmäßig, kann man ganz normal nehmen. Den kleinen See und den Boden auch. Das sind alles so Standardsachen. Die kann man so nehmen. Und, oh, das ist eigentlich eine richtig coole Deko-Idee hier, ne? Neben das Ding einfach so zwei, drei Felder mit Ton. Finde ich cool. Ja gut, aber zum Spielen ist es natürlich total unpraktisch. Wisst ihr, was ich eigentlich machen muss? Das wäre mal eine Herausforderung. Ah, das wäre echt eine Herausforderung. Die Layouts so anzupassen, dass ich die wechseln kann, ohne wieder was umzustellen. Also ich passe jetzt das Layout hier an und dann nehme ich das andere Layout. Und dann, dass ich immer dieselbe Anzahl an Bäumen und Büsche habe. Ich muss das gucken. Ich werde hier wahrscheinlich so Karos machen, wo immer dieselben Bäume und immer dieselben an, die immer dieselbe Anzahl reinkommt. Moment, ich muss mal eben hier. Boah, wie viele liegen denn da? Da kommen mal ein paar Apfelsaft und ein paar davon. So, eine Tomate. Ich zeige euch, was ich meine. Wenn ich jetzt wieder nämlich das andere Layout benutzen wollen würde. Oh, Layout bearbeiten. Oh, so viel muss ich gar nicht. Fünf von denen nur. Ja, das passt eigentlich gut. Also bis jetzt. Ah, okay. Ach, okay. Moment. Ihr seht, ich habe jetzt drüben scheinbar keine Apfelbäume mehr, weil hier sind immer Apfelbäume von mir. Und hier. Oh mein Gott. Gesundheit, Dankeschön. Und hier sind eigentlich Kirschbäume von mir. Also die fehlen jetzt hier. Ansonsten ist es schon echt gut. Ja, okay, da fehlen auch Büsche. Ja, aber ansonsten ist es sehr gut aufgeteilt schon. Ja, prima. Änderung verwerfen. So. Also kann man gut machen. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. So, ich bin dann erstmal für heute wieder raus. Ich weiß gar nicht. Moment, einmal kurz ins Derby gucken. Ach, hat neu angefangen. Ja, vielleicht sollte ich auch mal spielen. So, vielleicht soll ich das machen. Aber was? Ja, komm, ich nehme hier so eine Aufgabe. Ist ja eh gut, wegen dem Geld, wisst ihr. Schicke jetzt ein paar Sachen weg. Und dann habe ich auf jeden Fall ein bisschen Geld gemacht. So, dann machen wir noch Kohl. Der Kohl ist alle. So, aber ich würde sagen, ich bin raus. Hinterlasst gerne ein Däumchen, ist ein Träumchen und ein Kommentar. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt,
Macht es auf jeden Fall, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis bald. Tschüss.